Sag noch mal, ich glaube, ich kenne das Tier. Das stärkste Tier? Wer nennt es mir? Das immerfort von Ort zu Ort sein Haus trägt auf dem Rücken fort. Das stärkste Tier? Wer nennt es mir? Ich nicht. Nö, ich weiß es nicht. Dafür weiß ich aber auch etwas, was ihr nicht wisst. Ich weiß, wer den längsten Spaziergang, die längste Wanderung gemacht hat. Ja, das war ein Schwimmlehrer in Amerika. Das ist schon lange her. Das war im Jahr 1926. Der ging über 5000 Kilometer zu Fuß in 79 Tagen. Dabei verbrauchte er 25 Paar Schuhe. Ganz schön, nicht? Wenn ich 5000 Kilometer zu Pote laufe, verbrauche ich überhaupt keine Schuhe. Einmal tragen Hunde sowieso keine Schuhe. Wisst ihr warum nicht? Weil kein Hund jeden Morgen 4 Schuhe putzen will. Ja, deshalb. Und außerdem kann ich gar nicht auf 4 Füßen laufen. Mich gibt's nämlich gar nicht. Ich bin ja bloß ein Schallplattenhund. Aber dafür bin ich ziemlich lebendig, nicht? Daniel fuhr mit der U-Bahn ins Schwimmbad. Er hatte sich dort mit seinen beiden Freunden verabredet. Mit Peter 1 und Peter 2. Früher hatte er zu beiden immer nur Peter gesagt. Aber jedes Mal, wenn er einen rief, dann kamen beide angelaufen. Denn die zwei steckten zusammen wie die Kletten. Deswegen hatte Daniel sie Peter 1 und Peter 2 getauft. Ich bin doch kein Peterwagen, hatte Peter 1 sich beschwert. In Hamburg, wo die drei wohnen, heißen die Polizeiautos nämlich auch Peterwagen. Aber Peter 2 war insgeheim stolz. Sein Traum war es nämlich, einmal mit Blaulicht und Tatütata durch die Stadt zu jagen. Alle Autos müssten dann halten. Egal, ob ihre Ampel gerade auf grün geschaltet war oder nicht, wenn Peter 2 durch die Stadt raste. Wie gesagt, das war ein Traum von Peter 2. Als Daniel angelaufen kam, warteten die Freunde schon vor dem Hallenbad. Zu dritt gingen sie rein und zeigten ihre Jahreskarten vor. Habt ihr auch Bademützen mit? Fragte die Frau an der Kasse. Klar, sagte das Trio wie aus einem Munde. Und vergesst nicht, euch gründlich zu waschen, rief die Kassiererin ihnen noch nach. Aber das wussten die drei sowieso. Gründlich waschen war Pflicht in dem Hallenbad. An den Umkleidekabinen trennten sie sich. Wir treffen uns nachher am 10-Meter-Turm. Daniel ging unter die Dusche. Jeder Badegast hatte eine Duschkabine für sich. Das war so eingerichtet worden, damit sich keiner schämte. Denn um sich gründlich zu waschen, muss man sich ganz ausziehen. In jeder Kabine hing deshalb auch ein Schild mit folgender Aufschrift. Die Badegäste werden gebeten, beim Duschen die Badekleidung abzulegen und sie an dem dafür vorgesehenen Haken aufzuhängen. In Daniels Dusche war der Haken abgebrochen. Mist, schimpfte er leise vor sich hin und hängte seine blaue Badehose über die Tür der Duschkabine. Da baumelte sie also, während Daniel sich tüchtig einseifte. Er scheuerte sich, als wolle er die Haut abschrubben. Und dann spülte er die Seife gründlich ab. Er drehte sich um und griff nach seiner Badehose. Aber er griff ins Leere. Daniel bückte sich. Doch die Hose lag ganz offensichtlich nicht auf dem Boden. Er guckte nach oben, so als ob die Hose fliegen könnte. Die blaue Badehose war weg. Was tun? Daniel schielte durch die Kabinentür. Draußen gingen viele Leute vorbei. Alle hatten Badehosen an. Er konnte doch nicht einfach nackig durch die Gegend laufen. Es würde Ärger geben. Der Bademeister würde bestimmt glauben, das sei ein dummer Jungenstreich. Da stand er nun. Das Springen vom Beckenrand. Verboten, ergänzte Daniel. Als ob ich das nicht genau wüsste, sagte er bitter. Aber er war ja nicht gemein. Er stand noch immer splitterfasernackt in der Dusche und wusste keinen Ausweg. Da ist bestimmt einer vom 10 Meter gesprungen. Daniel packte die Wut. Wo denn Peter 1 und Peter 2 auch blieben? Die standen bestimmt am Sprungturm und machten blöde Witze über ihn, weil er immer noch nicht aufgetaucht war. Und das alles wegen einer Badehose. Wegen einer blöden blauen Badehose. Und wenn ich ganz schnell in die Umkleidekabine laufe,
Vielleicht kann ich ja in der Unterhose... Laufen. Und wenn ich jetzt einfach einen Anlauf nehme, zack, durch die Tür und ins Wasser... Nee, ich muss ja auch mal wieder raus. Wenn er den Burschen erwischte, der ihm die Badehose stibitzt hatte, dem würde er... Ja, was würde er? Die Badehose würde er ihm klauen. Hey, sag mal, wie lange wäschst du dich denn? Beeil dich mal, andere wollen auch dran. Auch das noch, dachte Daniel. Laut sagte er, gleich, gleich. Er hielt sich seine Badekappe vor. Wozu brauchte er die denn auf dem Kopf? Wenn er zwei Löcher reinmachte für die Beine? Ach Quatsch, das ging ja alles nicht. Er drehte die Badekappe in der Hand. Gerade hatte er sich entschlossen, einen Sprint auf die Umkleidekabine zu wagen, da... Das war doch Peter. Welcher war ja egal. Daniel antwortete. Mann, wo bleibst du denn so lange? Daniel, wo steckst du? Hier bin ich. Daniel fiel ein riesengroßer Stein vom Herzen. Das war er. Sag mal, Mann, wo hast du denn deine Badehose? Peter 1 war platt. Wenn ich das wüsste. Ich habe euch schon im Verdacht gehabt, dass ihr sie mir geklaut habt, wütete Daniel. Hör mal, traust du uns das zu? Na, eigentlich nicht, aber wenn man so dasteht, dann kommen einem die dollsten Gedanken, sagte Daniel zerknirscht. Da kommt Peter 2. Warte, ich hol dir schnell ein Handtuch, das kannst du dir rumwickeln. Und dann gehen wir zum Bademeister. Das Trio war also wieder beisammen. Und Daniel schilderte nochmal sein Missgeschick. Na, der soll mir mal unter die Finger kommen, der sowas macht. Peter 2 war stocksauer. Der halbe Nachmittag ist verdorben, schimpfte er. Peter 1 kam mit dem Handtuch zurück und sie gingen zum Bademeister. Na, habt ihr gründlich gesucht? Fragte der. Gesucht? Darauf waren sie vor lauter Empörung gar nicht gekommen. Na, ihr seid mir ein paar Detektive, schmunzelte der Bademeister. Ich schlage vor, Daniel geht mal zu meinem Kollegen und leiht sich eine Badehose. Blaue Badehosen haben wir nämlich in rauen Mengen zu verleihen. Und wir anderen durchsuchen die Duschen. Nun, die Badehose haben die drei nicht gefunden. Aber könnt ihr euch denken, wer der blaue Fleck dort oben auf dem 10-Meter-Turm ist? Das heißt, der blaue Fleck war dort oben, jetzt schwimmt er im Wasser. Er heißt Daniel. Wenn man krank im Bett liegt, kann man gut mit Gedanken spielen. Spiele in Gedanken spielen? Ja, Spiele, die man ohne Hilfsmittel, also ohne Würfel oder Karten oder Bauklötze spielen kann. Da spiele ich mit. Du kennst das Spiel doch noch gar nicht. Spiele ich trotzdem mit. Wirst es mir schon verraten. Ja, spielst du auch mit, Karin? Hm, ich will's versuchen. Die Kinder zu Hause können es auch mitspielen, nicht? Na klar. Passt auf. Ich denke mir ein Doppelwort aus. Ich weiß ein Doppelwort. Doppelbett. Gut, Felix. Ich hab gewonnen. Wieso? Mir ist ein Doppelwort eingefallen. Ja, aber ich hab das Spiel doch noch gar nicht erklärt. Noch gar nicht erklärt? Blödes Spiel. Also pass auf. Ich denke mir ein Doppelwort aus, also ein Wort, das aus zwei Worten zusammengesetzt ist. Zum Beispiel... Doppelbett. Ja... Oder Haustür. Doppelbett ist schöner. Haustür geht aber auch. Na meinetwegen. Wie geht das Spiel jetzt weiter? Dann nehme ich das zweite Wort. Also bei Haustür das Wort Tür. Und dann suche ich ein Wort, das mit Tür anfängt. Türbett. Och, das gibt's nur wirklich nicht, Felix. Aber wie wär's mit Türklingel? Gut, dann nehme ich wieder das zweite Wort. Tür, Klingel, also Klingel, und dann denke ich mir ein Wort aus, das mit Klingel anfängt. Klingelbett. Der Andreas ist vielleicht doof, das gibt's gar nicht. Ein Wort, das mit Klingel anfängt. Klingelknopf. Ja. Ja, Klingelknopf, Knopfloch. Ein Doppelwort mit Loch, das kennt ihr alle. Lochnase. Ja, das bin ich.